Ja, damit ein herzliches Willkommen zu Battleforge. Ja, jeder, der wissen will, wie man das jetzt halt spielt, ich werde das runter in den Beschreibungen packen. Skylords heißen diese Leute, die dieses Spiel Gott sei Dank wieder zum Laufen gebracht haben. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass sie das gemacht haben, weil das wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Wir haben auch einige Maps zur Auswahl. 12-Spieler-Maps, hier sieht man ja, Ein-Spieler-Maps, das sind hier die, gibt es schon einige, wo man immer alleine macht. Dann auch 2-Spieler-Maps hier drüben zum Beispiel. Hier sind 4-Spieler-Maps, 2-Spieler-Maps und auch 12-Spieler-Maps. Gibt es hier 2 Stück. Der Rest ist so 2 oder 4 Spieler-Maps. Hier sind auch nochmal PvE-Skirmishes, die auch gerne gemacht werden. Und wir werden eh öftere Anläufe brauchen, weil ihr seht Standard, man kann das auch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen machen. Zum Beispiel hier ist es so, man kann es nur auf Standard spielen. Und zur kleinen Einführung werde ich euch mal das zeigen. So, bereit, starten. Und es gibt natürlich auch noch PvP. Willkommen, Himmelsfürst. In der Schmiede der Schöpfung habt ihr die Möglichkeit, legendären Kreaturen Leben einzuhauchen und ihnen zu befehligen, auf dass sie den Sterblichen dieser Welt helfen. Als Beispiel werde ich einen Trupp der berühmten Nordgardisten für euch beschwören. Wählt die Nordgardisten aus, indem ihr sie mit der linken Maustaste anklickt. Wenn ihr eine Einheit auswählt, erscheint ihre detaillierte Ansicht auf der rechten Bildschirmseite. Wenn ihr mit der Maus über die neuen Informationen fahrt, seht ihr die Karte dieser Einheit. Probiert das jetzt für die Nordgardisten. Wählt nun die Nordgardisten ab, indem ihr mit der linken Maustaste auf eine leere Stelle klickt. Ja, hier sieht man schön gezeigt, was es ist. Wählt nun die Nordgardisten ab, indem ihr mit der linken Maustaste auf eine leere Stelle klickt. Ja. Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, werden in einer Aufgabenliste angezeigt. Goldene Aufgaben erfordern euer Eingreifen. Blaue Aufgaben sind für einen anderen Himmelsfürsten bestimmt. Lest und erfüllt jetzt die Aufgabe, die ich euch zugewiesen habe. Okay, schickt den Nordgardisten zu der blinkenden Markierung in der Nähe der magischen Tors. Wenn ihr auf den Buchstaben vor einer Aufgabe klickt, werdet ihr in die entsprechende Richtung gelenkt. Jupp. Es ist ein Kartenspiel, kann man sagen. Ein Kartenspiel, wo man richtige Einheiten dann steuert. Das ist super gemacht. Ihr könnt euren Einheiten einen Angriffsbefehl erteilen, indem ihr eine gegnerische Einheit oder ein Bauwerk mit der rechten Maustaste anklickt. Befehlt nun euren Nordgardisten, das Banditenlager vor euch zu zerstören. An die Waffe! Jupp! Achtung! Die Banditen werden sich nicht kampflos ergeben. Aber das Banditenlager ist weg. Hier bei den Karten sieht man halt, wie viel. Ich habe einen kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Es wird Zeit, dass ihr eure eigene Armee beschwört. Legendäre Kreaturen, Zauber und Bauwerke, die ihr beschwören könnt, werden durch Karten symbolisiert. Die Karten, die ihr für eine Mission auswählt, sind euer Deck. Euer derzeitiges Deck besteht aus blauen Frost- und roten Feuerkarten. Karten stammen immer aus einem der 4 Elemente: Feuer, Frost
Natur oder Schatten. Zur Nutzung einer Karte braucht ihr zwei Dinge. Sphären und Energie. Energie erhaltet ihr an Energiebrunnen. Wenn ihr einen Brunnen erobert habt, baut ihr einen Energiekristall auf ihm und der Brunnen wird allmählich euren Energievorrat füllen. Wählt den Brunnen aus, um zu erfahren, über wie viel Energie ihr noch verfügt, bis er erschöpft ist. Ich werde jetzt einen Kristall auf einem der Energiebrunnen bauen. Ihr könnt zusehen, wie sich euer Energievorrat langsam füllt. Zu Beginn einer regulären Mission ist euer Energievorrat bereits ein wenig gefüllt. Nutzt diese Energie, um Kristalle auf den anderen drei Energiebrunnen zu bauen. Gut, nun braucht ihr noch Elementarsphären, um Karten nutzen zu können. Diese werden an Monumenten beschworen. Ihr braucht mindestens eine Sphäre des Elements, zu dem die entsprechende Karte gehört. Meisterschützen benötigen beispielsweise eine einzelne Frostsphäre. Der Jäger-Assassine benötigt eine Feuersphäre und eine zweite Sphäre eines jeden Elements. Beschwört die Meisterschützen, sobald ihr genug Energie zur Verfügung habt. Über eurem Monument wurde automatisch eine Frostsphäre erschaffen. Das Element der ersten Sphäre wird immer über das Element der ersten Karte bestimmt, die ihr beschwört. Hier seht ihr, welche Sphären ihr besitzt. Karten könnt ihr nur in der Nähe eurer Monumente, Energiebrunnen, Kreaturen oder Gebäude beschwören. Lasst uns nun noch ein Monument suchen, damit ihr weitere Karten freischalten könnt. Hinter dem Tor rechts ist noch eins. Ein Banditenschamane bewacht es. Solange Gegner in der Nähe sind, könnt ihr weder ein Monument noch einen Energiebrunnen erobern. Besiegt den Schamanen! Auf ihn! Ziele! Gut. Bewegt nun eure Einheiten in die Nähe des Monuments und wählt es aus. Erschafft dann eine Feuersphäre. Ja, das sieht man auch. Schnelltaste V für Feuer ist V ist Feuer. Frost ist Schnelltaste C, Natur X und Schatten Y. Wir brauchen aber Feuer. Sphäre kostet zwar nichts, doch müsst ihr für zusätzliche Sphären immer mehr Energie aufwenden. Solltet ihr mal eine Sphäre des falschen Typs erschaffen haben, könnt ihr sie zerstören, indem ihr sie auswählt und dann die Schaltfläche Zerstören zweimal anklickt. Ihr habt sicher bemerkt, dass Monumente, Energiebrunnen und Gebäude nach und nach nahe verbündete Einheiten heilen. Habt ihr gesehen, dass diese beiden Sphären nicht nur die Basiskarten jedes Elements freigeschaltet haben, sondern auch mächtigere Karten, die zwei Sphären benötigen? Wir sollten nun einen Zauber ausprobieren. Zauber können in der Nähe von Bodeneinheiten und Gebäuden gewirkt werden, auch wenn diese euren Verbündeten gehören. Zerstört dieses Banditenlager mit einem Eruptionszauber. Um in die Reichweite des Lagers zu kommen, bewegt ihr eure Einheiten zu der markierten Position. Es ist wirklich sehr schön erklärt, das Ganze. Darum spiele ich das Tutorial. Und jetzt können wir hier unsere Eruption auswählen und hier drauf jagen. Beschwört nun weitere Einheiten, bevor ich das nächste Tor öffne. Wenn ihr Kreaturen weit entfernt von einem starken Magieträger wie einem Monument oder Energiebrunnen beschwört, wird es einen Augenblick dauern, bis sie ihre volle Stärke erreicht haben oder eine Spezialfähigkeit nutzen können. Wenn ihr mehrere Einheiten auf einmal auswählen möchtet, klickt ihr sie mit der linken Maustaste an und zieht einen Auswahlrahmen um sie. Wenn ihr genug beisammen habt, wählt ihr eure Einheiten aus und befehlt ihnen, die Banditen hinter dem Tor anzugreifen. Die noch dastehen. Bereit. Besserer Zug. Die Banditenschützen haben die Befestigungen bemannt. Auf Mauern stationierte Schützen sind weitaus schwieriger zu besiegen.
Wie alle feindlichen Strukturen verhindert diese Befestigung, dass Kreaturen und Gebäude in ihrer Nähe beschworen werden können. Erschafft eine entsprechend starke Armee, bevor ihr angreift. Befestigungen können jedoch keine Zauber verhindern. Ich werde euch also helfen und einen Erdbebenzauber wirken. Hier sieht man, wie viel Energie wir insgesamt noch haben. Plus 5 kriegen wir da immer dazu. Und wenn Einheiten sterben von uns, kriegen wir die zum Teil durch die Energie auch wieder dazu. Angriff! Und tschüss. Schon tot. Bei der Arbeit. Nein. Ziel erfasst. Und übrigens, wenn die Mauer dann zu sehr kaputt ist, fallen die auch runter. So, von der Mauer sozusagen. So, jetzt sollten die Bogenschützen da oben auch mal runterfallen. Jetzt hat man auf. Die Fernkämpfer und jetzt machen wir nur noch die Welle kaputt. Besiegt die Banditen und zerstört die befestigte Vollends. Jupp. Bin gerade dabei. Sobald ihr eine Befestigung zerstört habt, könnt ihr sie für euren eigenen Gebrauch wieder aufbauen. Baut jetzt die Befestigung wieder auf, die nach Norden ausgerichtet ist. In diese Richtung. Gut. Ihr bedient eure Befestigungstore, indem ihr sie auswählt und dann die Schaltfläche Öffnen, Schließen anklickt. Besetzt die Mauern mit Fernkampfeinheiten. Wählt sie aus und klickt mit der rechten Maustaste einen Mauerabschnitt an. Die Banditen bereiten einen Gegenangriff vor. Besetzt die Mauern mit Schützen und baut an der markierten Stelle hinter der Befestigung mindestens einen Verteidigungsturm. Da kommen sie. So, die werden schon mal aufgeheilt. Ja, es kommen nicht unbedingt wenig. Was auch immer. Bevor ihr sterbt, einfach mal runter. Besserer Zug. So. Alle mal auf den. Wird sofort erledigt. Ha. Gut, ihr habt den Banditenangriff abgewehrt. Sollten eure Befestigungsanlagen oder eure Gebäude beschädigt worden sein, wählt ihr sie aus und klickt dann das Reparieren-Symbol an. Dadurch werden sie wieder aufgebaut. Allerdings nur, wenn sie gerade nicht angegriffen werden. Teufel, auch die Banditen dieses Lagers haben aufgerüstet. Wir müssen sie besiegen. Allerdings müssen eure Einheiten dafür erst an gegnerischen Türmen vorbei. Eure Jäger-Assassinen haben einen speziellen Distanzangriff, dessen Reichweite höher als die der Turmgeschütze ist. Beschwört einige Jäger-Assassinen und aktiviert ihre Bombenfähigkeit, um die Türme ohne Verluste zu zerstören. Jupp. Müssen wir bloß kurz warten, bis sie... Der Einsatz der Spezialfähigkeit einer Kreatur kann Energie kosten. Spezialangriffe brauchen zudem etwas Zeit, um sich wieder aufzuladen. Diese Zeitspanne heißt Nachladezeit. Die Modusänderung der Jäger-Assassinen kostet allerdings nichts. Was auch immer.
Ist schon mal sehr gut, wenn man die von so weit aus einfach ruinieren kann. Wird sofort erledigt. Sachte. Okay, Banditenlager Nummer 2. Wie ihr seht, die können auch von so weit entfernt schon auf die draufholzen. Das ist so gut. Ziele. Alle drauf, bevor irgendwelche Einheiten noch spawnen. Weil da können noch Einheiten rauskommen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wird sofort erledigt. Perfekt. Mit diesem neu erlangten Wissen sollten die restlichen Banditen ein Kinderspiel sein. Aber lasst mich euch noch einen weiteren Rat geben. Ihr könnt nur eine bestimmte Anzahl Kreaturen beschwören. Mit anderen Worten, ihr habt ein Einheitenlimit. Sobald ihr dieses Limit erreicht habt, könnt ihr beispielsweise schwächere Kreaturen zurückrufen und sie durch stärkere ersetzen. Wählt hierfür die entsprechenden Einheiten aus und klickt die Schaltfläche Zerstören zweimal an. Wenn Energie durch die Zerstörung einer eurer Kreaturen oder durch das Wirken eines Zaubers verbraucht wird, ist sie nicht verloren. Sie fließt vielmehr in die Leere und kehrt nach und nach zu euch zurück. Fasst eure Kreaturen in Gruppen zusammen, um taktisch vorgehen zu können. Wählt sie hierfür aus und klickt die Schaltfläche Gruppe erschaffen an. Wenn ihr später neue Kreaturen in der Nähe von Mitgliedern dieser Gruppe beschwört, werden diese der Gruppe automatisch hinzugefügt. Setzt dieses Wissen nun um und greift die restlichen Banditen an. Denkt daran, euch auch die Detailansicht eurer Gegner anzusehen, um ihre Fähigkeiten herauszufinden. Ihr könnt diese Informationen sicher zu eurem Vorteil nutzen. Jetzt erzickt man schon, der Frost der T3 kostet 250. Das kann man auch in Tech-Stufen sozusagen sagen. Das ist Tech 1, wo wir gestartet sind. Tech 2 haben wir hier bekommen. Und jetzt hat Tech 3 hier. Und es gibt noch Tech 4, aber später. Bauen wir da einfach mal ein paar Türme hin. Und besiegt den Banditenanführer und seine Wächter-Schaman. Kriegen wir hin. Brauchen wir die? Ich glaube nicht mehr. Wir holen uns die hier mal ran. So. Die sind nämlich auch super. Ja, der Turm sollte sich um die kümmern. Holen wir uns doch ein Feuerelementar. Magmawerfer, so muss man sagen. Und Tech 3 kann die ganzen Tech 1 Einheiten, die ein bisschen größer sind, auch herumwerfen. Auch den Heiler bitte weg, der könnte uns noch richtig Probleme. Und die haben eine schöne Spezialfähigkeit. Alle. Ja, so eine Druckwelle, die ist gut. Die Magmawerfer haben halt keine Spezialfähigkeit, sind aber so gute Distanzangreifer. Ja, die müssen, wie gesagt, das ist ein Tutorial gerade, was wir spielen. Und wir werden sehr viel Zeit in diesem Spiel auch noch verbringen. Weil es ist ein wirklich gutes Spiel und ich hab's gerne und sehr viel immer gespielt. Das war von Electronic Arts, das Spiel, und sie haben das Projekt eingestellt. Wieso auch immer. Ich weiß es bis heute noch nicht. Wieso? Weil ich muss sagen, es war wirklich ein sehr gutes Spiel.
Und ich muss auch sagen, ich habe nicht mehr wirklich Erinnerung an diesem Spiel. Ich weiß nur noch, ich habe das Tutorial mal angespielt, dass ich die, habe ich festgestellt, oh, du solltest die Grafik auch hochstellen und allem drum und dran. Ja, und das war es, was ich da gemacht habe bei dem Spiel. Ich spiele es sozusagen blind, bis auf eine Map, die mir noch im Kopf geblieben ist, aber da weiß ich auch nicht mehr viel davon. Das ist eine 12er Spielerkarte-Map. Und ja, und das war's. Befehlt einigen eurer Nahkampfeinheiten, den gegnerischen Heiler anzugreifen. Ansonsten könnte es ein langer Kampf werden. Wir können jetzt halt auch hier Türme hinstellen. Und das ist der Banditen-Erz-Bestie. Den müssen wir auch noch killen. Das ist müsste ein T4-Einheit sein, so viel ich noch weiß. Kampfmeister besiegt. Damit ist unsere Einführung auch beendet. Ihr habt alles gelernt, was es heißt, ein Himmelsfürst zu sein. Battleforge. Bisschen Erfahrung haben wir bekommen. Und wir bekommen durch Himmelsfurcht vereint. Gewinn-Koop-Kampagne, PvE oder zufällig gegnerisch generierte PvE-Spiele mit einem Schwierigkeitsgrad mindestens 5. Okay. Aber ich bin ganz eine kleine Pause. Ich weiß, dass es gerade angefangen hat, aber ich bin gleich wieder da. Moment. Und dann geht's mit der Kampagne weiter.